Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin's nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Auf meinem Sofa liegt ein Toter. Ich bin's nicht gewesen und es ist auch nicht mein Opa. Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Ich war ein Baumann, denn ich will da mal nachfragen, ob sie nicht eine große Kiste, sowas wie einen Sarg haben. Oder ob es reicht, wenn ich sie bloß zerlege mit dem Häcksler im Garten oder der Motorsäge. Und dann lade ich meine Freunde ein zum Barbecue. Es gibt Fleisch, wenn alle kommen, schlag euch zu. Oder ich baue einen Wintergarten und gieß sie in Beton. Oder baue eine Rakete und schieße sie zum Mond. Ich leg sie in die Tiefkühltruhe, weil sie da keiner sehen kann. Oh, oh, oh. Und ich hol sie raus im Winter und bau daraus die Schneemann. Oh, oh, oh. Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin's nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Auf meinem Sofa liegt ein Toter. Ich bin's nicht gewesen und es ist auch nicht mein Opa. Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Mit einem dicken Schädel wach ich auf, mein ganzes Bett ist nass. Ich weiß nicht mehr, ich glaub, ich hab die letzte Nacht komplett verpasst. Ich sag, lieber Tag, wär bitte nicht schlimmer. Doch auf dem Weg ins Bad liegt da eine Leiche mitten im Zimmer. Was soll denn das jetzt? Kommt der klar, was denkt dieser Arsch? Sich liegt hier rum, als hätte ich ihn umgebracht. Doch ich war's nicht. Sag mal, muss er unbedingt mit seinem Blut den Boden rot färben? Wie konnte er bloß sterben? Ich muss ihn loswerden. Zurück zum Sender, Ehren schreiben, leg mir Leiche bei. Oder schneid dir eine Scheibe und nimm ab in meiner Fleischerei. Ich leg sie zu den Pennern unter die Brücke, die stört das selten. Oder ich stell sie zu diesen Statuen bei Körperwelten. Ich glaub, da hilft kein Kompafiert und auch kein Uri Geller. Nein, ich pack sie einfach zu den anderen in meinen Keller. Die Leute kommen, die Leichen gehen, wie das so ist im Leben. Und dann zurück an die Tresen, so als sei nichts gewesen. Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin's nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Auf meinem Sofa liegt ein Toter. Ich bin's nicht gewesen und das ist auch nicht mein Opa. Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Ich weiß, ich hab es nicht getan, aber keiner wird mir glauben, also mache ich einen Plan. Ich schick sie nach Afghanistan, ab in den Irak. Da fällt das gar nicht auf, da sterben Massen jeden Tag. Ich schick sie in den Bundestag, mit nem Paketzusteller. Denn jeder Politiker hat Leichen in seinem Keller. Ich warte bis zum nächsten Abend rauf und deponiere sie in der Aula. Das fällt da gar nicht auf, zwischen Max und der Laura. Und dann hab ich mal gegoogelt, Organe bringen Geld ein. Ich verkauf die Einzelteile, aus jedem Teil mach ich einen Geldschein. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin's nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Auf meinem Sofa liegt ein Toter. Ich bin's nicht gewesen und es ist auch nicht mein Opa. Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Doch die Lösung liegt viel näher als man denkt. Ich warte einfach, bis mein Nachbar pennt. Dann schleiche ich mich heimlich in sein Haus und lege ihm die Leiche einfach auf die Couch. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin's nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Auf meinem Sofa liegt ein Toter. Ich bin's nicht gewesen und es ist auch nicht mein Opa. Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan?